Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Together oder Against eigentlich. Ja, Jake ist wieder dabei. Natürlich, wie immer. Natürlich als Spartaner. Und ja, wir haben gerade geschaut, wir haben das letzte Mal im November aufgenommen. Kann auch sein, dass es Dezember war. Ich bin mir nicht sicher. Es gab eine Aufnahme aus dem Dezember. Aber es kann auch sein, dass es so eine Testaufnahme war, weil mein Sound ja rumgespackt hat. Ja, könnte auch sein, ja. Auf jeden Fall, ja, jetzt ist Ende März, Corona ist gerade aktiv, deswegen haben wir endlich mal wieder Zeit. Genau. Quarantäne sei Dank. Genau. Sonst ist es halt, ja, wir haben gerade auch überlegt, warum wir eigentlich so selten dazukommen und naja, Beruf halt. Gut. Arbeit. Ja, Arbeit. So, wer ist eigentlich gerade mein Feind? Ich mach. Ja, eigentlich nur du, also sonst habe ich niemand. Ah, da oben, Chimera. Süß. Ah, ja, ich sehe gerade, ich muss noch mit zwei, wenn ich Pech habe, drei Staaten, also Krieg anfangen, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Ja, was ist denn gerade dein Ziel? Mein Ziel ist Segestia. Mm. Weil ich will an das Metall vorkommen. Ja. Das ist Norden von dir, oder? Ja. Mhm. Okay. Also von Epidamnos ist es ziemlich genau nördlich, aber da liegen halt dann noch zwei oder drei Städte dazwischen. Mhm. Mein Problem ist gerade, dass die um mich rum mich eigentlich relativ mögen, also so mehr oder weniger neutral. Aber. Oh, verdammt, der mag mich ja auch. Scheiße, ah, der mag mögen die mich alle? Massilia, da oben. Ja, aber warum sollte er mit mir Krieg wollen? Gut, ich schau mal kurz, was da alles noch so rumfleucht bei mir. Kreucht und fleucht. So. Ah, Spionin. Ah, die war da unten, genau. Und du gehst jetzt mal nach Afrika. Sagte er und sie war in Afrika, das ist so dumm. Du gehst auch nach oben. Du bist doch nicht mein General. Wieso hast du meine Hauptarmee? Weil er 72 ist und in Rente geht, okay. So. Dann scoute ich mal hier und da. Und du bekommst nix und du bist dran. Wow, wow, wow. Warte, ein Land. Ja. Achso, okay. Ja, es ist, wie du gesagt hast, mein Kommandant wurde, so wie es aussieht, gekillt und jetzt muss ich einen neuen auswählen. Mhm. Und ich habe nur einen Politiker als von meiner Fraktion. Ja, aber besser von. Deiner ja, besser Fraktion. Politiker von meiner Fraktion als so ein Pfosten von der anderen. Ja, genau. Ganz ja, noch genau. Schöner, wenn die auf einmal eine von meinen Armeen befehligen. Wie so. Oft das bei mir schon passiert ist. Ja. So. Dann, ich muss mal gucken, was brauche ich denn hier eigentlich? Die öffentliche Ordnung geht eigentlich ziemlich rasant rauf jetzt. Verwüstung, kulturelle Unterschiede, Steuern, Sklaven, Plündern. Welcher Arsch plündert? Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja, ich habe ihn gefunden. Das Ding ist, der wird halt absolut aussterben, wenn er da stehen bleibt. So, Tempel habe ich da eigentlich genug. Ich finde es gerade übertrieben krass, dass Discord läuft. Also letztes Mal. Ja, ohne Witz, bei LOL letztes Mal ist ja die ganze Zeit am Rumspacken gewesen. Aber es ist halt jetzt auch mittags, nicht Nachmittag. Also mal gucken, vielleicht. Ja. Wobei, also. Ja, bei Corona ist ja egal, wann ist es eigentlich. Also letztes Mal war es ja auch irgendwie so mittags rum. Naja. Meinst du? Ich dachte, wir wären schon nachmittags, hätten wir uns da getroffen. Aber ja, es stimmt. Also, dass Discord so bis jetzt relativ problemfrei funktioniert, ist überraschend.
Ja, es ist ziemlich gut. So, ja gut, da sind soweit alles gut. Okay, heißt, ich habe nur meine neue Provinz, in der ich noch rumwerkeln kann. Schiffsbauer. Bist du eigentlich mit Rom schon im Krieg? Nein. Okay. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass es nicht mehr lange auf sich warten lässt. Nee. Vor allem, weißt du, wenn ich halt höher nach Singidunum gehe, da wollen die dann garantiert mit... bin ja in Epidamnos, und es ist ja in denen ihrer Provinz drin. Genau. So, deswegen... kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da große Lust haben, mich da möglichst schnell rauszukriegen. Ja, vor allen Dingen für dich macht es auch sehr viel Sinn, die ganze Küste zu erobern. Dann hast du auch mal. Ich überlege jetzt gerade, ob ich Militärhafen oder Schiffsbauer. Was ist der Unterschied? Ich kriege mehr Dingens. Ich glaube, ich habe noch nie einen Schiffs irgendwas gebaut. Schiffshafen. Der Unterschied ist eigentlich relativ easy, weil also Schiffsbauer ist eher der wirtschaftliche Hafen, sage ich mal. Das ist halt der militärische. Ja, der geht halt komplett auf Militär. Also, ich habe ja zwei Häfen in wie heißt die, Thrakien. Mach ich halt einfach den einen so, den anderen so? Ja, zum Beispiel. So, einfach, weil, wie gesagt, ich habe noch nie einen Schiffsbauer, irgendwie gebaut, weil ich halt mit Seeschlachten überhaupt nichts anfangen kann. Ja, also vom Militär machen halt die Docks oder Schiffsbauer überhaupt keinen Sinn, weil du hast halt Steinschleuderer auf Schiffen, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber du hast halt immer noch die 140 Wohlstand durch Manufaktur und dasselbe hast du bei Trockendocks auch, aber auch mit minus der 4 Nahrung oder der Nahrung einbußen. So. Genau. Ich muss mal gucken, kann ich noch... ich kann Agenten rekrutieren. Auf allen Vieren. Was tust du? Plus 1 auf alle Attribute und Erfolgschance bei allen Aktionen. Chancen auf die Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr, plus 3 Sichtfeld, plus 4 Chance auf Entdeckung versteckter Agenten und Armeen. Ja, das ist doch was. Und aber halt die plus 4% Chance aus Verwundung feindlicher Agenten aus Notwehr, plus 10% gewonnene Einheitenerfahrung pro Runde für die Begleitarmee. Und plus 2% Chance auf erfolgreiches Attentat. Also ich glaube, ich habe meine Wahl getroffen. So, Eurylochos. Ja, Herkules kann dir nicht das Wasser reichen. Vom bin ich ausgegangen, deswegen habe ich dich rekrutiert. So, und die Agentin muss dann wohl bis nächste Runde. Nein, die Arme. So, ich will mal wissen, was da drüben ist. Ah, da drüben sind dann die Lugier. Schön, schön. Schön. Schön, schön. Die Rache von Atlantis. Ja, okay, du hast deinen Kurs. Herakles Zorn moved nicht, weil die in Hinterhaltstellung sind. Herakles Speere. Muss ich in der Stadt stehen lassen, weil ansonsten. Ja, selbes gilt für die anderen auch. Okay. Ja gut, dann soll der Typ plündern. Oder will ich... Ja, er rennt halt eh weg. Ich sehe das doch. So.
komme ich mit ihm besser dahin? So, das ist definitiv ein automatischer Angriff. So, aggressive Stellung. Und die Gefangenen werden versklavt. Hey, mein General hat dann auch noch gleich einen Stufenaufstieg. Das hört man doch gerne. Naja, das ist der Politiker, den ich gerade neu rekrutiert habe. Ja, kulturelle Konvertierung in der lokalen Region plus Geheimaktionen beim Anführen einer Armee, wenn genau. Klingt doch gar nicht so schlecht. Heiler. Plus 1 Autorität. Autorität, öffentliche Ordnung pro Runde. Forschungsrate, Fraktionsfeind. Das ist halt geil. Bonus auf maximale öffentliche Ordnung durch hellenische Kultur. Moral für alle Einheiten beim Kampf im eigenen oder verbündeten Territorium. Moral für alle Einheiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für Autorität und Öffentlichkeit. So, mache ich dich jetzt zum General oder lasse ich... Warte, was? Philosoph? Warum hat der Philosoph die ganzen heftigen Kriegerpfade in Sparta? Ja, komm, du wirst General. So. Super heftig General. Ja, genau. Wir machen dich zu super heftig, General. Uhaha. So. Und dann bin ich, glaube ich, finanziell und so weiter durch. So. Mal gucken, was so abgeht. Also mein Schiff muss noch moven. Ja, Rom ist bei uns auch ziemlich groß, ne? Ja, Rom ist ziemlich groß schon. Ding, 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 ding. Oh nein, er fährt 2 Meter. Okay. Und er fährt auch 3 Meter. Wow, das war jetzt ja sehr, sehr krass, oder? Also. Das war eine ziemlich heftige Runde. Ziemlich heftig, Chacha. So, was brauchen wir denn? Baubericht. Motivierte Bevölkerung. Höre ich immer gern. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ich könnte ja mal Richtung Sparta gehen. Ich habe gehört, dass die da was haben. Wie lange brauchst du denn noch für deine königlichen Spartaner oder Helden-Spartas? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die noch zum Erforschen brauchen. Das ist, glaube ich, bei dir eine der letzten. Ja, ich bin beim... Bei welchem ist es... Bei militärischer Verwaltung bin ich beim letzten 8 Runden noch und dann kann ich die königliche Kaserne bauen. Ah, okay. Allerdings müsste ich innerhalb dieser 8 Runden, damit es tatsächlich funktioniert, glaube ich, auch die... was habe ich vorhin gesagt? Diese Gäste ja eingenommen haben. Sonst geht es nicht, weil um die königliche Kaserne zu bauen, brauche ich, glaube ich, Eisen. Ja. Oh, ich brauche auch Eisen. Ha.
Allerdings wird es auch ziemlich spannend mit der finanziellen Situation dann, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Also, das ist so doof. Ist halt echt krass, wenn ich überlege, bei meinem Singleplayer-Sparta-Stand habe ich halt wirklich sämtliche Armeen, also wirklich alle, nur mit königlichen Spartanern. Also da ist kein einziger spartanischer Hoplit mehr drin. Da sind nur königliche Spartaner und halt die spartanischen Pikiniere. Warte, der sagt gerade, dass ich Eisen produziere, aber wo? Ach, hier, oh, Ägypten, okay. Gut, ich hab Eisen, super. Ich will die Mazaka halt nicht angreifen, weil die so lieb sind. Ja, irgendwann muss ich die angreifen, weil das wird eine lustige Schlacht. Weil die haben da zwei Fullstack-Armeen drin stehen und eine halbe plus Garnison. Ja, eigentlich müsste ich das machen, ne? Irgendwann mache ich das. So, Sichtfeld, Forschungsrate. Angriffsbonus für Streitwegen habe ich halt nicht. Streitwegen könnte ich mal bauen, oder? Weil die sind eigentlich echt schlecht, aber vielleicht machen die auch Spaß. Ja, probier es aus, ich habe sowas nicht. Ja, Spartaner oder auf Streitwegen. Ich weiß gar nicht, könnte ich das überhaupt machen? Weil ich meine, theoretisch habe ich ja einen Pferdestall, aber ich habe halt einfach keine Rekrutierungs... Beziehungsweise ich rekrutiere halt einfach keine berittenen Einheiten. Ja. Ja, du kannst, glaube ich, nur Bürgerkavallerie oder so einen Schritt irgendwie machen. Sowas, genau. Also halt die absolute Billo-Kavallerie. So, obwohl es, glaube ich, auch eine ich glaube, es gibt eine spartanische Kavallerie. Also halt auch eine quasi höhere Version dann davon. Ja, aber, okay. Also bin ich mir halt absolut nicht sicher, aber ich meine, dass es das gibt. Allerdings ist die halt immer noch relativ kacke, wenn du stattdessen halt auch eine Einheit Piken mitnehmen kannst. Okay. Ich würde mal sagen, den General ersetze ich jetzt. Wobei, der ist schon 73, der stirbt jetzt eh gleich. Der ist eh gleich tot. Ja. Aber das nervst du, wenn du deinen eigenen Charakter hochlevelst bis zum geht nicht mehr. Ja. Und dann, ja, geht er einfach zur anderen, oder macht einfach eine andere Familie auf, was sowas. Oder irgendwie sowas. Das ist das Coole bei Total Warhammer, da geht sowas nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Also bei Warhammer, glaube ich, ist einfach dieses ganze politische System gar nicht so krass. Also ich habe das selber nie gespielt. Okay. Ich habe oft überlegt, ob ich das spielen soll mal, aber ich habe es selber dann nie gespielt. So, und wie gesagt, ich glaube, da ist einfach, du hast auch dieses Ganze mit Handel und, aber du hast nicht so diese innenpolitischen Konflikte. So hast du einfach nicht so viel und deine Generäle können halt, also altern halt nicht. Ja. Das bedeutet, du hast deinen General und den hast du das komplette Spiel. Ja, das ist dann schon cool. Ja. Und dann kannst du ja zusätzlich dazu auch immer noch irgendwelche Magier und sowas mit reinballern. Allerdings haben die Charaktere da ja auch komplette Skilltrees tatsächlich. Also noch mehr als jetzt hier. Wo du ja auch klar, so ein bisschen mit Bonusfähigkeiten und so machen kannst. Aber das sind halt alles passive Sachen in der Regel. Oder halt so kleinere Moralboosts oder so. Und da, keine Ahnung, wenn du da einen Magier zum Beispiel Skilltree hochbaust, dann schaltest du halt irgendeinen fetten Zauber oder sowas frei. Oder der Typ reitet halt dann auf einmal auf einem
Nazgul-Vieh oder so. Ja, nice. Wir beide werden vielleicht mit der Zeit fangen zwei Dinge so an zu stehen. Ich erkläre gerade nur eine, also sehr vielen den Krieg, die mich nicht mögen. So Leuten irgendwo in Britannien oder so. Ja, ungefähr. So, hey du Arschloch! Komm doch her! So. Unsere jungen Krieger sehnen die Chance herbei, sich zu beweisen. Ja, dann sollten sie sich mal beweisen. Seid gegrüßt. Und um die halbe Welt reisen und zu mir kommen. Sehr schön. Wahrscheinlich kommen sie jetzt bei mir durch und denken sich dann, was? Sparta? Krieg? Ja, warum nicht? Sehe schon, wie auf einmal die ganzen Barbarenstämme so an mir vorbeirücken. Das wäre mal richtig lustig. Ihre Städte zurücklassen oder bei mir um Erlaubnis fragen, mein Land zu passieren. Aber ganz ehrlich, ich habe ja sehr viele Klientel-Königtümer oder Satrapien. Und ich habe bei keinem um Beistand gebeten, dass sie halt mir helfen. Und Persien und Media haben die ganze Zeit beigetreten. Also jetzt haben die alle mich auch, also zusammen mit mir, Media und Persien als Gegner. Voll gut. Ah, warte, stimmt. Wir haben ja ein Bündnis, oder? Ja, wir beide haben ein, Haben wir nur ein Handelsbündnis oder haben wir ein militärisches Bündnis? Nee, wir können nur handeln, weil wir haben ja Against eingestellt. Also wir, ach so. Wir können, haben wir? Ja, ja. Warte, oder? Öffne euch die Türen und erwartet okay, wir können sogar. Krass. Nee, ich kann's nicht annehmen, glaube ich. Okay, alles klar. Gut. Also bei mir waren die Dings unten waren ausgegraut. Mhm. Ja, naja, vielleicht auch, weil ich es nicht angeboten habe. Also ich habe nur geschaut, ob es möglich ist. Aber, Oder so. Lol, einer von meinen Helden ist Rang 7 geworden. Ja, nice. Nice. Ach so, das war der, wo ich vorhin schon gesehen habe. So, ich muss mal gucken. Was kannst du denn noch Tolles machen? Ja, Reichweite plus 4 Moral für. Schwierig. Allen Aktionen, was passiert da drüben? Autorität, Bewegungsreichweite, Wohlstand durch Abenteuer. Plus 2 gewonnene Einheiten, Erfahrung pro Runde des Generals der Begleitarmee, plus 40 gewonnene Einheiten pro Runde. Begleitarmee, jo, kann man machen. Achso, der Typ ist so ein kranker Autoritätsbastard. Deswegen, der Typ hat 6 Autorität. Oha. Schon. Na dann, mein Freund. Du es. Ah, Seleukiden haben Krieg erklärt. Okay, Krieg erklärt. Ja, du warst fleißig. Stimmt, das bekommst du ja jetzt alles. Ja, genau, es wird mir jetzt alles angezeigt. So, gut. Dann muss ich ja mal gucken, was gibt's denn. Erstmal städtmäßig. Was? Illyrien? In Epidamnos sinkt mein Einfluss. Woran liegt das? Dass dieses Gebäude noch nicht fertig ist. Ja, und halt Rom, ne? Das, kulturellen Unterschiede. Nee, Hellenisch geht eigentlich rauf, aber Lateinisch geht auch. Aber es sind die kulturellen Unterschiede, die am krassesten den Minus machen. Hm. So. Was denn hier? Ah ja, genau. Ich wollte... Braucht eine von meinen Armen Verstärkung. Einfach nur, dass ich das mal abgeklärt habe. Die sind alle voll. Okay, chillig. Achso, ich wollte eine Agentin rekrutieren.
So, was machst du Tolles? Wohlstand, Industrie, bla bla. Begleiterarmee, Begleiterarmee, Palasse, Bewegungsreichweite, Panika, Begleiterarmee. Warum habe ich eigentlich nur so scheiß, Scheiß-Heinis? Kann mir das mal einer erklären? Lieber nicht. Du willst es mir lieber nicht erklären. Hast du da etwa was zu tun, oder was? Nein, nein. Ist aber voll komisch, weil ich kann, also ich habe sehr viele Boni für Streitwegen, aber ich kann keine rekrutieren. Also ich habe gerade nachgeschaut. In keiner Kaserne kann ich das machen. Okay. Wahrscheinlich dann nur als Söldner oder so, aber... Ja, oder du musst halt noch irgendwas erforschen dafür. Ja, nee, du kannst ja... bei den ganzen Stellen und Kasernen, wenn du Rechtsklick machst, hast du ja die ganzen... Ach so, und du hast tatsächlich kein Gebäude. Genau. Bauen. Ja. Als ob. Das ist echt komisch. Okay, also ich baue jetzt noch einen Schiffsbauer. Der hat's dir jetzt angetan, ne? Nee, aber ich will das einfach mal gucken, dann, was mir das alles bringt. Dann vielleicht habe ich halt doch mal eine Chance, wenn ich einfach eine vernünftige Seestreitmacht habe, damit auch irgendwie was auszurichten. Jetzt hier zu bauen, in so einem kleinen Kacksee, ist das, was ich jemals gemacht habe, aber also warum da hätte ich sie lieber unten in Athen oder so gebaut, aber mal. Auf die Weise, hey, das ist eine kleine Bucht, da kann ich sehr gut geschützt meine Boote dann bauen und die dann Kriegs... Hey. So. Ja, mein Problem ist halt, ich kann mit meinen Armeen eigentlich nicht ausrücken und schon weiter metzeln, weil... Also, warte mal. Du hast keinen Begleithaini und du bist mein Basileus. Was ist denn da los? Basileus ohne Held. Geh mal da rein, da. Mach die Militärausbildung, mach deinen Job. So. Ja. Dann schauen wir mal, was gibt's denn noch? Sie gibt's noch. So, dann latschst du doch mal da hoch und sag mir, was du siehst. Hier oder so. Der läuft automatisch, ja, und wie gesagt, hier. Schön halt da unten nichts. So, jetzt wo wir das geklärt hätten, bist du, glaube ich, wieder dran. Aber da steht, ich brauche immer noch 8. Was? 8 was? Die... Achso, aber es kann sein, dass es daran, also dass wenn ich das nächste Mal dran bin, dass es dann erst 7 Runden werden. Mal ja, schauen. Ja, das ist wahrscheinlich so. Was ist das jetzt? So wie es aussieht, wirst du angegriffen. Von einer ziemlich dicken Armee. Achso, ich stehe mit einem Schiff in der Reichweite. Achso, nee, das breche ich ab. Das kümmert mich nicht darum. Das ist nur mein Scouter-Schiff und der wird halt gerade angegriffen. Tja. Dafür standen deine Siegchancen aber noch relativ gut. Ja, sind halt Kelten, ne? Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld. Ich bitte euch daher, heißt das jetzt, dass du so krass bist oder die Kelten so schlecht? Tja, das ist... Ich weiß ja nicht, was du da für Scout-Schiffe hochballerst, aber... ja, ein Kommandoschiff und zwei Söldnerschiffe, also...
Wirklich nicht viel. Du leistest dir Söldnerschiff. Ja. Glaubst du, ich schicke einen Kommandant da hoch ohne Eskorte? Hab ich gemacht. Ja, ich nur. Jetzt reicht's aber mal. die 501. Gut, ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Oder machen wir einfach durch und cutten dann einfach am Schluss ohne Endcard? Also ich lasse sowieso durchlaufen, aber ja, wenn dann du eine Abmod willst, dann machen wir eine Abmod. Okay, ciao. Gut, jetzt geht's weiter. Nee, machen wir einfach weiter. Okay. Und, schneiden wir dann raus. Ja, ja. Oder vielleicht nicht. Also du. Ich schneide da gar nichts. Ich schneide da gar nichts. Ja, ich muss ja schneiden.